When you were younger, you didn't see things quite the same as you do now. But now you're older, you've... Hallo Leute. Musikklasse. Willkommen zu einem erneuten Video. Heute lernen wir E-Moll. Und was ist das für eine Kamera? Okay, Marlon, erzähl, was haben wir uns heute geholt? Erklär, mach erklärbar. Du kannst dich auch selber anschauen, wenn du meinst. Erzähl. Also, wo sind wir hier, Bro? Wo sind wir? Ich muss lauter reden. Ich erst mal gucken, Digga. Ich weiß nicht, wie der Laden hier ist. Daran scheitert es halt. Vietnamese Baguette. Spun Me. Okay. Ich hasse, ich kann nicht reden. Anyways, ist mir scheißegal. Erzähl mal. Okay, dann mach Taste Test, komm. Digga, du musst das Taste Test machen. Mach jetzt. Ja, ich mach danach auch, aber erst machst du. Ja. Erstmal. Machst du keine Minze? Ah, Koriander. Ja. Magst du nicht? Nee, nee, ich hasse das. Aber Minze, das ist Minze. Die musst du drauf lassen. Ja, beides runter. Das ist halt verrückt, Bro. Oh, boah. Das ist mit Zwiebel. Ist es heiß? Nee, okay. Also ist gut, Bro? Okay, stark. Also, du musst so halten, halt, dass man mich sieht. Ja? Ja, du musst das so hochhalten, also auf meiner Höhe. Ja, Mann. Okay, also, wir haben Chicken genommen, müssen wir noch erzählen. Ja. Das ist brutal, oder? Mhm. Ja, es ist halt auch richtig viel Mayo, glaube ich, oder? Und Mayo, Digga, solange Mayo drin ist, ist alles krass eigentlich. Was und so. Es wird der Shop. Oh ja, einfach nie. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog von Bam! Und dabei ist heute Babs. Die Babs haben uns ewig nicht gesehen, müsst ihr wissen. Seit 2 Monaten. Gestern waren wir zusammen auf Sophies Event. Ich blende euch hier ein. Warte, ich mach nochmal. Ich hab hier. Ich zeig euch das mal. Ich hab hier einen extrem fetten Pickel. Babs! Was? Hört ihr mich ins Video? Entschuldigung. Babs! Seht ihr das? Weißt du, dass das wieder von dir kommen muss? Ich möchte ja hier ein bisschen eine Realität reinbekommen. Ich hab schon meine Nudeletten. Cheese. Und heute ist Donnerstag, wir haben 4 Uhr. Ich bin gestern schon angekommen, weil ich habe vergessen zu vloggen, wie gesagt. Aber das wird ein bisschen chaotischer Berlin-Vlog. Ich bleibe bis Dienstag, heute ist Donnerstag. Wir haben viel vor, ich berichte euch später noch mehr. Tschüss! 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 Okay, Freunde, wir haben es rausgeschafft. Oh mein Gott, diese Belichtung. Hast du auch so Probleme damit? Ja. Ja, ist wieder bodenlos hier, dieser Höhenunterschied. Die so, die bei mir einfach nur dieser Kopf. Die liebe Fabs. Ich fühle mich. Also, die liebe Fabs hat super Bilder von mir gemacht. Und der liebe Ben hat super schlechte Bilder von das mir gemacht. Das liegt aber nicht, es liegt nicht an mir, es liegt an der Kamera. An der Kamera. Warum? Nee, Leute. Pass auf, ich habe mit meinem Handy Bilder von ihm gemacht. Ich muss erst mal erzählen, wo wir gerade standen und wie judgy die geschaut haben. Das möchte ich nicht. Nein, wow. Nein. Ihr müsst euch vorstellen, die haben halt dieses ganze Aesop-Team, wir haben es bei Aesop gemacht. Davor war das ganz süß, was da. Das ganze Team kam einfach raus. Das ganze Team. Boah, die waren richtig blind. Dabei ist das ja eigentlich freie Werbung, oder? Ja, Fabs, wir supporten kleine Locals. Ja, total. Aesop in Berlin. Ganz kleine Local Friends. Weil das Wetter hat so einen Einsturz, es ist so unverrückt. Verrückt und. Ich muss noch mein Handy laden, Fabs.
Warte mal, ich muss jetzt gucken. Oh, ich hab gar keinen Bock auf den Laden. Fitcheck. Ich krieg noch meine Tage. Schön. Hi, 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 time. Space Taxi. To the sky. Coole Fits von den coolen Jungs. Guck mal, süß. Hi, 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 time, ba, 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 Space Taxi to the sky. Heute ist Samstag und Samstag fahre ich zu Sophie. Heute ist nämlich Wohnungsswitch. Ich hätte auch bei Marlon die ganze Zeit schlafen können, aber ich dachte, es ist doch ganz nett, wenn ich nochmal bei Sophie penne, weil ich deren Mitbewohner eh alles total gerne mag und ich da so eine ganze eigene Flat habe quasi. Plus, dann sehe ich Sophie mehr, weil Sophie immer so ein bisschen on trip ist und ich ja auch on trip bin. Deswegen fahren wir jetzt zu Sophie. Sophie wohnt auf der anderen Seite von Berlin, von Marlon. Das heißt, wir fahren da jetzt so 14 Minuten rüber getuckert. Es ist genau 9, also 8.59 Uhr. Und ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee trinken und ein bisschen lesen. Ich werde jetzt pennen noch, weil die hat eine anstrengende Woche. Und da ich ja immer so früh aufstehe, habe ich gesagt, okay. Also ich habe heute Morgen schon gelesen, ich lese jetzt mal eine Stunde von 7 bis 8. Dann gehe ich ans Handy. Das hat heute so Larifari geklappt. Aber ich habe jetzt Bock weiterzulesen. Ich lese gerade Sehr blaue Augen. Spannend, aber anspruchsvolles Buch. Das heißt, ich gehe jetzt ganz, ganz süß. Ich bin ein bisschen gelaufen jetzt bei Sophie. Und gehe jetzt hier in ein ganz süßes Café. Da war ich auch schon 8 Mal mit den Mädels. Ich glaube, das ist so der Place, wenn wir bei Sophie sind. Genau. Ich mache jetzt auf jeden Fall ein bisschen Journaling, ein bisschen lesen. Dann kommt Sophie zum Café. Ich wollte jetzt einfach mal ausschlafen lassen. Und ja, es ist ganz schönes Wetter, nachdem gestern so ein kompletter Einfall war und es komplett geschüttet hat. Ich freue mich doch auf die letzten 3 Tage Berlin. Und ich hoffe, ihr habt auch Lust. Let's go mit dem Vlog. Ha! Ich bin 38 Start schon. Nach einer Stunde ist Sophie dann auch mal da. Stimmt. Hallo, guten Morgen. Wir haben jetzt ein kleines Update. Das ist so gelb. Diese Kamera ist mega gelb gerade. Aber was eingestellt. Boah, ich stelle mal irgendwas ein. Warte. Also, kurzes Update. Wir haben jetzt 11, weil schon 8 Uhr hier oder so. Ne? Also gar nicht schlimm. Freut uns doch. Ja, sag ich doch. Nee, 9.30 Uhr. Er räumt so alles raus. Ich so, ja, also, ich würde dich jetzt schon reinlassen, aber hier steht noch gar nichts. Ich so, ja, alles gut. Also, Sophie ist jetzt auch da. Und wir sind im Nextly Wonder. Summer Loves. Oh, fuck. Nextly Wonder, das ist eine Filmagentur, bro. Lost. Hast du meine TikToks gesehen? Da war echt schönes Wetter. Also, morgen war schönes Wetter. Ich habe gefilmt. Jetzt ist halt. Ich habe echt weit gelesen. Das Buch ist immer noch echt schwer. Ich habe viel gejournalt. Und jetzt ist die Sophie da. Und Sophie und ich bestellen jetzt Essen. Wir zeigen euch, was wir gleich essen. Was hast du Sophie erzählt uns heute mal? Auf meinem Teller ist es mit Avocado. Avocado? So. Oh mein Gott. Ich habe hier ein Avocado-Toast. Aber irgendwie ist das voll wenig Avocado. Hä? Warum ist da so wenig Avocado drauf? Also eigentlich ist ein Avocado-Toast, aber es ist so ein dünner Mix, glaube ich. Ja, sieht nice aus. Es sieht sogar relativ ähnlich aus, wie das anders ist. Ehrlich? Ja. Ja. Anyways. Ganz fancy eigentlich. Ja, Mann. Lecker. Für Passwort. Was passiert hier? Wir machen Passwort. Kann man so She's Talking? Ja. Safe. Kann man so auch. Du brauchst jetzt deinen Laptop hier, dein Ansteckkästchen, alles mal jetzt hier installieren und keine Fotos machen. Was sind das hier für. Das war jetzt hier gut. Was sind das hier für Ansprachen, Hanna? Nee, also wir haben jetzt auch einen Anspruch, wo Ben jetzt dabei ist. Ja, da muss halt schon mal was gut sein. Wo bin ich denn heute dabei, Mädels? Der kommt erst am Mittwoch hoch. Ja, dann könnte es ja jetzt. Dann ist er ja schon draußen. Schaut doch erstmal vorbei auf She's Talking. Schaut direkt vorbei. Nee, wirklich, jetzt wisst ihr dann auch. Auf She's Talking. Der Link ist in der Infobox. Cheers.
fertig aufgenommen mit Ben Hankler. Wie fandet ihr das, Mädels? Ach, das war sehr süß. Das ist ein Fussisch, ne? Ja. Könnt ihr jetzt anhören, she's stimmt, talking. Ihr könnt es wirklich jetzt anhören. Geht am besten jetzt, pausiert mal den Vlog, hey, ganz kurz. Und, und geht. Nein, Spaß. Nein, guckt den ruhig zu Ende. Hey, das ist ja, now we put the bacon on top. Okay, aber erstmal müssen wir erzählen, dass wir hier Ayran im Glas bekommen haben. Leichter Film. Ein Liter Kamm. Das ist schon echt verrückt, Digga. Okay, hau rein. Das ist das Rind, ne? Weißt du, beim Rind. It's not veggie. Und damit willkommen zur Döner-Tour aus Berlin. Heute sind wir in... Wie heißt das? Ja, Lustrad. Oh, aber lecker, Digga. Hasi. Also, kannst du halten? Ja, Bro. Geht's mit Händen noch? Geht nicht? Du musst halten, Bro. Ist ja voll, sonst voll unfair hier. Nur du wirst abgelichtet einfach. Ist okay? Ja. Boah. Schon der Gerät. Boah, ist schon riesig, Digga. Damals waren die nicht so groß. Noch vor einem Jahr hier. Wird kalt. So, du. Aber gut, Digga. Ja, es ist krass. Boah. Hallo, Vlog. Hallo. Die Coworking-Session hat begonnen. Danke, Mischko. Also, was haben wir heute? Heute ist Montag. Ich finde, ich mache jetzt gerade ein paar. Ein bisschen am Daddeln. Oh, wir haben gestern den Dönermann gefilmt, Bro, das war sehr unangenehm. Das für wir, ey, ich hab nichts damit zu tun. Hätt ihr voll den Rücken, Digga. Also, wir müssen ein bisschen vloggen, Jungs. Wollt ihr in Berlin vloggen oder nicht? Stimmt, das müssen wir vloggen. Hier am Schneiden. Sophie Mophie macht hier ein bisschen Content. Ich schau nach Wohnungen. Marlon isst. Witzig, dass wir die halt einfach alle haben. Lass euch das ist geil eigentlich. 6 Euro muss halt ein Scherz sein. Yo, Friendos. Seht ihr mich? Boah. Hi, Friends. Es ist viel später. Es ist schon 5. Und ich treffe jetzt Bellino. Weil heute ist das, was... Seht ihr voll komisch. Ich glaube, es ist normal. Heute ist nämlich der Tag, warum ich in Berlin bin. Heute ist der 25. Es ist Montag, wie ich bereits meinte. Und heute ist das Dussmann-Event mit Ellie Hazelwood. Falls ihr sie nicht kennt, das ist von The Love Appetite. Ich bin hier eigentlich schon direkt beim Restaurant, wo wir uns jetzt treffen. Hier ist irgendwie vegane Ramen. Bellino ist irgendwie viel zu spät. Das ist ein bisschen doof. Okay, hinter mir ist das. Auf jeden Fall warte ich jetzt auf Bellino. Vielleicht gehe ich schon mal rein. Und dann sind wir um 7 mit Ellie Hazelwood. Das ist jetzt so ein Talk. Wir erklären es euch gleich nochmal ein bisschen mehr. Aber deswegen war ich ja eigentlich in Berlin. Da kamen alle anderen Sachen halt dazu. Ich gehe jetzt mal rein. Ha! Hallo! Haben Sie einen Tisch für zwei? Für zwei? Pünktliche Maus heute. Heute kleine Portion. Jetzt haben wir gar nicht gesagt, was wir bestellt haben. Und ich weiß es auch leider nicht. Weißt ich auch nicht. Nein, man kann es auch nicht so. Auf jeden Fall vegan. Ist komplett vegan, das ist halt verrückt. Vegan Ramen. Ja. Jetzt wird genascht. Genascht. Ein paar wenige, die es hier noch nicht gelesen haben. Brightest to Alice, erstes paranormale Romance. I'm just putting an epigraph, it was so, so, so fun. Okay, thank you so much, Ali, for being here. Sind Sie aufgeregt? Wir kriegen jetzt unsere Bücher signiert. Das ist auch echt fett. Aber toll. Holt es euch bitte. Im Dussmann. Nice to meet you.
Hallo Freunde, Tag Nummer 45. Jetzt ist heute ist Abfahrt um 16.11 Uhr. Wir haben jetzt 11.04 Uhr. Ich und Soso gehen jetzt auf cool nochmal ein bisschen arbeiten. Bisschen coworken. Nachdem gestern das nicht so ein voller Erfolg war. Also für mich schon, für euch nicht so. Und ja, letzter Tag Berlin. Letzter halber Tag Berlin. Tschüss. Tschüss. Let's go. Also, wir sitzen wieder hier. Ein bisschen getrennt, weil ein bisschen Abstand heute. Nachdem Sophie gestern so viel geredet hat, das ist hier, distanziere ich mich natürlich davon. Wir haben uns hier einen süßen Kaff geholt. Cheers.